Ich habe 25 Jahre gebraucht, um Secret of Mana durchzuspielen und es war der Hammer. Ja, ich lasse mir den Schnurrbart wachsen und ich will dazu echt nichts in den Kommentaren lesen. Wartet ab, bis er fertig ist. Also ich habe natürlich nicht 25 Jahre am Stück gebraucht, sondern ich habe es mir letztens wieder gekauft und habe es jetzt endlich mal zu Ende gespielt. Und das hat mich echt viel Überwindung gekostet. Secret of Mana ist eine meiner wichtigsten Kindheitserinnerungen in Bezug aufs Zocken. Das Spiel war damals so mystisch und beeindruckend, dass ich bis heute immer wieder aufgeregt war, wenn ich daran dachte. Für jemanden, der mit Gaming nicht so viel zu tun hat, klingt das mit Sicherheit ziemlich gestört. Aber für einen großen Teil meiner Zuschauer ist das mit Sicherheit nachvollziehbar, dass das für mich durchaus ein Risiko bedeutet hat. Damals konnte ich es nicht durchspielen, weil ich es nur ausgeliehen hatte und meinem Kumpel zurückgeben musste. Ich wollte das Spiel dann zwar haben und hab's mir dann für die nächsten Weihnachten gewünscht, aber da war es dann angeblich nicht mehr verfügbar. Oder meine Eltern hatten einfach keinen Bock mehr danach zu suchen oder in zwei Geschäfte hintereinander zu fahren oder so. Jedenfalls irgendwann später bekam ich dann eine PlayStation und die Super Nintendo wurde erstmal aufs Abstellgleis gestellt. Aber heute sprach ja nichts mehr dagegen, wenn da nicht das Problem von der potenziell zerstörten Kindheitserinnerung gewesen wäre. Trotzdem habe ich es gemacht, also habe ich mir auf eBay Kleinanzeigen eine Originalversion von diesem Spiel gekauft, die steht da hinten auf dem Regal, um es mir dann als ROM auf meinen Retro-Handheld zu ziehen. Es ist nicht so, dass ich hier nicht genug Super Nintendo stehen hätte und auch eine Super NT da hinten. Und ich hätte auch die Original-Cartridge zocken können, aber ich wollte einfach dieses Couch-Gaming und im Bett eine Runde daddeln und so. Deswegen Retro-Handheld. Und Mann, war das geil. Dieses Spiel macht so unglaublich viel richtig, dass man sich bei den modernen Spielen fragen muss, wo das alles geblieben ist. Das ist perfekt, um auch mal nur eine halbe Stunde zu spielen. Man muss da nicht die ganze Zeit durchgrinden, um irgendwas zu reißen. Man hatte Open World zu erkunden, die ist aber nicht so groß, dass man es nicht überschauen könnte. Und mit einem Notizblock ausgestattet, kommt man darin gut zurecht. Und dann war das bei mir so ein Gameplay-Loop, wo ich an einem Tag habe ich herausgefunden, wo ich hin muss, am zweiten Tag habe ich gelevelt und mein Gear geupgradet und am dritten Tag habe ich dann den Dungeon gemacht. Immer mal einen Abend ein Stündchen, manchmal auch ein bisschen weniger und das war richtig erfrischend, so einen Gaming-Rhythmus zu haben. In der Perfektion habe ich das noch nie in einem Open-World-Spiel erlebt. Die 2D-Pixel-Grafik von der 16-Bit-Generation, die ist ja so gut gealtert, dass heute so ein richtiger Artstyle daraus entstanden ist und der richtig am Leben gehalten wird. Viele Spiele erscheinen heute noch in dieser Optik, so wie Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge oder Blasphemous oder Dead Cells oder Stardew Valley oder diese 2,5D-Spiele wie Octopath Traveler und Life Alive. 3D-Spiele haben es da rein optisch im Alterungsprozess schon deutlich schwerer. Gerade die, die versucht haben, eine möglichst realistische Grafik darzustellen, sowas wie Silent Hill zum Beispiel. Crash Bandicoot, Spyro the Dragon oder um auch mal was von Nintendo zu nennen, Mario 64 sind deutlich besser gealtert. Das kauft man denen auch richtig als Artstyle ab. Mir persönlich ist die Grafik aber eigentlich egal, also ich kann auch mit einem sehr hässlichen Spiel Spaß haben. Im Moment zocke ich zum Beispiel Gran Turismo 2 und ich habe gestern Abend meine internationale A-Lizenz gemacht und überlege jetzt, mit welchem Auto ich den Gran Turismo World Cup fahren werde. Diese 5 Rennen, was quasi der Endgegner ist sozusagen in dem Spiel. Wenn ihr Vorschläge habt, welches Auto das ich fahren soll im World Cup, schreibt es mir in die Kommentare. Es sieht wirklich nicht so geil aus, wenn man es jetzt mit Forza Horizon 5 oder sowas vergleicht, aber es macht einfach so unglaublich viel Spaß. So ein Rennspiel aus der Zeit, wo es schon einen DualShock-Controller gab, hat es vergleichsweise relativ einfach, was die Steuerung angeht. Aber alles, was irgendwie Third-Person oder Ego-Shooter ist aus diesen frühen Generationen, ist echt nicht so geil. Automatische Kameraführung war irgendwie der Way to go. Man ging irgendwie davon aus, dass manuelle Kameraführung für die Spieler zu schwierig wäre oder so, wobei sich das heute natürlich als völlig falsch herausgestellt hat. Automatische Kamera ist technisch sogar schwieriger umzusetzen als einfach eine, die der Spieler selbst lenkt. Spyro the Dragon hatte ja eine manuelle Kamera sogar eingebaut von Anfang an, vom ersten Teil an, nur war die manuelle Kamera leider oben auf den Schulterknöpfen und nicht auf dem rechten Analogstick, der hat nämlich rein gar nichts gemacht. Im Emulator habe ich deshalb nämlich die Schultertasten auf den rechten Stick gelegt. Das macht es viel angenehmer zu spielen, nur ein bisschen schneller könnte die Kamera sein, dann wäre es super. Nintendo hat das bei der Nintendo 64 sogar noch ein bisschen weiter getrieben, weil der Controller hatte nur einen Stick. Das heißt, es wurde kategorisch ausgeschlossen, dass man die Kamera selbst steuern darf. Ich meine, klar, bei Mario 64 konnte man die Kamera schon steuern mit diesen C-Buttons, aber das war schon sehr janky und man konnte auch keine vollen 360-Grad-Drehungen machen, also irgendwie weird. Und der originale, also der erste PlayStation 1 Controller, der hatte ja gar keine Joysticks. Das sah aus wie ein Super Nintendo Controller, nur mit zwei Schultertasten auf jeder Seite. Also musste man irgendwie auch automatische Kamera einbinden. Tomb Raider 1 bis 3 in der originalen Fassung ist für mich fast unspielbar. Ich hab's probiert und an sich hätte ich auch mega Bock auf diese Games, vor allem auch den ersten Teil, weil die Atmosphäre und die Rätsel
eigentlich schon geil sind. Aber die Steuerung killt mich einfach zu hart, ey. Vielleicht probiere ich es ja nochmal. Ich meine, ich bin ein riesen Fan von der Reboot Trilogy und es ist irgendwie schade, dass ich die ursprünglichen Spiele nicht durchgespielt habe. Das war damals eben der Stand der Technik. Und zu der Zeit habe ich das auch noch nicht hinterfragt. Andere Beispiele zeigen aber, dass gutes Gameplay wirklich gutes Gameplay bleibt. Für mich ist dafür das Paradebeispiel Super Mario World. Es ist kein 3D-Spiel und hat von Haus aus viele der Probleme, die wir gerade besprochen haben, einfach nicht. Aber die Präzision und die Direktheit, die man in diesem Spiel über Mario hat, die ist so extrem geil, dass es bis heute eigentlich kaum ein Spiel gibt, was da mithalten könnte. Wenn es überhaupt eins gibt. Es hat auch die richtige Menge an Komplexität. Ich meine, man kann das ganze Spiel durchspielen, ohne wirklich viel Zeit darin zu investieren. Wenn man Mario aber richtig beherrschen will, dann kann man richtig tief in die Mechanics eintauchen. Und das Gameplay ist schon nahe an der Perfektion. Das Ding wird im November jetzt 32 Jahre alt. Es ist gerade mal ein Jahr jünger als ich. Und es hat eine sehr aktive ROM-Hacking-Szene, die regelmäßig neue Spiele rausbringt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich so viele Super Nintendos habe. Was Super Mario World allerdings nicht braucht, weil es halt diese Qualitäten hat, ist eine krasse Story. Da wird einfach eine entführte Prinzessin gerettet und fertig. Es gibt da zwar eine ziemlich tiefe Lore und auch viel Fanspekulation, wie das Mushroom Kingdom aufgebaut ist und wie das mit den Pilzen funktioniert, mit Mario und Luigi und wie das mit dem Wiederauferstehen und warum sie die ganze Zeit Pilze essen. Es ist ein bisschen creepy und ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber da wird es ganz schnell wild und das ist kein Teil der offiziellen Story. Eine gute Story wie in den drei Resident Evil Teilen der PlayStation 1 bleibt aber eine gute Story. Das zeigen die Spiele ja auch in ihren Remakes. Selbst das Level-Design ist gut gealtert. Die sind nämlich genauso wie damals in den Remakes. Man hat nur die Optik und die Steuerung und die Kameraführung geändert. Also nur das, warum sie schlecht gealtert sind, wurde ausgetauscht. Oft ist Nostalgie der Faktor, der Spieler dazu bringt, alte Spiele nochmal zu spielen. Bei Secret of Mana war das mit Sicherheit bei mir so. Nur jetzt mittlerweile, nachdem ich das gespielt habe, habe ich auch richtig Bock drauf, alte Spiele zu spielen, ohne diesen Nostalgiefaktor. Die Einfachheit, die diese Spiele haben und trotzdem so viel Tiefgang bieten, wenn man ihnen denn möchte, das ist irgendwas, was in den modernen AAA-Produktionen total vergessen wurde. Entweder ist alles so geguided und man kriegt jeden einzelnen kleinen Schritt vorgekaut, oder es ist mega kompliziert und man kommt nicht rein. Und wenn der Rest passt, dann ist irgendwo so ein Ingame-Shop, der dir die ganze Zeit mit Microtransactions auf den Keks geht oder irgendwelche DLCs verkaufen will. Heute will ein Spiel dich so lange wie möglich in der Stange halten, dich süchtig machen und langsam Stück für Stück über die Jahre hinweg dir die Kohle aus der Tasche ziehen. Das wäre jetzt ein bisschen dramatisch, aber im Kern ist da schon ein bisschen was dran. Ein Secret of Mana will lediglich ein gutes Spiel sein, damit du es deinen Freunden empfiehlst, die es auch kaufen, und es muss gut genug sein, dass du darüber nachdenkst, den Nachfolger zu kaufen. Das war damals die Geschäftsidee. So simpel und so gut. Wenn ich so an CSGO denke und wenn da Skins gekauft werden, dann sind das nicht nur so ein Ausdruck der Individualität der Spieler, sondern die werden teilweise als Wertanlage gekauft. Und das ist schon irgendwo Thema verfehlt. Ich will nicht an meine Finanzen denken, wenn ich spiele. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber mit den ganzen NFT- und Blockchain-Projekten, die im Umlauf sind, stehen auch viele andere Publisher in den Startlöchern. Ubisoft und vor allem Square Enix sind da so Kandidaten. Ich bin jetzt am Ende vom Video ein bisschen abgeschweift, aber auch das Zeug gehört nun mal im Gesamten zum Spielerlebnis und dem Spaß, den man dabei haben kann, dazu. Früher war nicht alles, aber eben vieles besser. Schreibt in die Kommentare, was eure alten Lieblingsspiele sind, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt und ob sie gut gealtert sind oder eben nicht. Schreibt auch rein, was ihr allgemein über das Thema denkt. Ich versuche wie immer alles zu lesen und alles zu beantworten. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Bei 1000 Subs gibt es ein schickes Giveaway. Und dann, bis dann. Keine Kommentare zu meinem Schnurrbart, ja?